Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Bürgersprechstunde. Heute begrüße ich recht herzlich meinen Gast Frank Steffel hier aus Berlin. Hallo, Herr Steffel. Hallo. Herr Steffel ist Bundestagsabgeordneter für die CDU aus dem Wahlkreis Berlin-Reinickendorf und wir werden in den kommenden knapp 45 Minuten einige Fragen hier aus dem Wahlkreis Berlin besprechen mit ihm, aber auch aktuelle Themen aus der Bundespolitik. Ganz besonders herzlich begrüße ich auch unseren Medienpartner, vom Tagesspiegel Ruth Kiesinger. Hallo, Frau Kiesinger. Hallo, grüß Sie. Genau, wie gehabt, hat auch Frau Kiesinger wieder Fragen von ihren Leserinnen und Lesern eingesandt bekommen und wird sie auch heute in der digitalen Bürgersprechstunde stellvertretend stellen. Darüber hinaus haben wir schon einen Zuschauer, einen Bürger noch mit drin, der gesagt hat, er möchte gerne mitmachen. Das ist Felix Schönebeck. Hallo, Felix. Hallo, guten Tag. Gut, dann sind wir erstmal schon in kleiner Runde zusammen. Wenn Sie jetzt zuschauen und sagen, Sie möchten auch noch eine Frage live an Herrn Steffel stellen, können Sie das gerne tun. Wenn Sie Google Plus Nutzer sind, loggen Sie sich einfach bei Google Plus ein, schauen sich dort den Hangout an und Sie können am begleitenden Chat teilnehmen. Ansonsten surfen Sie auf unsere Seite www.digitale-bürgersprechstunde.de und dort können Sie auch noch eine Frage platzieren und meine Kolleginnen und Kollegen werden mir die dann in die Sendung reingeben. Ja, Herr Steffel, heute im Bundestag, in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause wurde der Mindestlohn verabschiedet. Für einige Politiker, gerade der SPD, ist das ein historisches Ereignis, wie viele getwittert haben oder bei Facebook gepostet haben. Sie haben sicherlich mitgestimmt für den Mindestlohn. Ursprünglich war das aber kein Projekt, was Ihnen am Herzen lag. Wie hat sich die Wendung ergeben? Na gut, ich hätte mir gewünscht, dass die Tarifvertragsparteien wie in den letzten 65 Jahren auch in Deutschland alleine hinbekommen hätten. Und das ist ja letztendlich nur der Schwäche der Gewerkschaften, die ja bis vor kurzem gegen einen gesetzlichen Mindestlohn waren, weil er die Tarifautonomie kaputt macht und auch der Schwäche der Arbeitgeberverbände ja zu verdanken, dass man sich als Gesetzgeber jetzt mit der Lohnfindung beschäftigt hat. Ich meine, es eint das Ziel. Ziel 1 ist, wir wollen, dass Menschen, die arbeiten, davon leben können. Und Ziel 2 ist, wir wollen, dass keine Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. So, und das macht ja das Thema auch so kompliziert, weil man eben sagt, wir müssen aufpassen, dass wir die polnische Grenze nicht mit dem Großraum München vergleichen und nicht alle Branchen über einen Kamm scheren. Und die Situation für Jugendliche und Langzeitarbeitslose möglicherweise eine andere ist als für gut ausgebildete Menschen. Insofern muss man sich das genau angucken. Ich halte das, was wir jetzt gemacht haben, im Wesentlichen für gut und hoffe, wir werden das ja kontinuierlich evaluieren, wie man sagt, also kontrollieren, was dabei rauskommt, dass das wenig Arbeitsplätze kostet und im Ergebnis dazu führt, dass das Gehaltsgefüge in Deutschland sich insgesamt dahin entwickelt, wo wir es haben wollen. Also es ist letztlich eine Kröte, die Sie schlucken mussten, aber wo Sie jetzt sagen, können wir eigentlich ganz gut Nein, mitnehmen. es ist einmalig, wird ja jetzt festgelegt von der Politik. Das halten wir systemseitig für schwierig, weil es einfach den Gesetzen der sozialen Marktwirtschaft ein Stückchen widerspricht. Und wir merken ja jetzt schon, wie viele Ausnahmen es geben soll und wie viele Unternehmen Sorgen haben und wie viele Regionen Sorgen haben. Also am schwersten haben sich bei uns die ostdeutschen Kollegen getan, die wirklich die große Sorge haben, dass das im ländlichen Raum in Ostdeutschland viele Arbeitsplätze kostet. Und insofern ist das keine Kröte, sondern es ist jetzt ein Kompromiss, den ich für akzeptabel halte. Und wir müssen jetzt hoffen, dass es wenig Arbeitsplätze kostet und dann war es eine gute Entscheidung. Okay. Wechseln wir mal zur ersten Bürgerfrage, die uns erreicht hat, und zwar von dem User Lausbub. Er fragt, Herr Steffel, setzen Sie als Sportpolitiker sich dafür ein, dass die Machenschaften der FIFA endlich aufgedeckt werden? Und was ist eigentlich mit Katar? Also Fußball-WM, wir freuen uns alle über die spannenden Spiele, aber es gibt auch viele Medienberichte, die sehr kritisch mit der FIFA ins Gericht gehen. Muss da nicht eine Reform passieren? Also ich glaube, sowohl in FIFA als auch im Internationalen Olympischen Komitee muss es tiefgreifende Reformen geben und auch andere Vergabekriterien. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, das ist ja vielleicht ein Stück Hintergrund auch der Frage, dass wenn sich Berlin um Olympische Spiele bewirbt, oder ich muss sagen, wenn sich Deutschland bewirbt, das nur geht, wenn es eine wirkliche Wende auch in der Entwicklung der Olympischen Spiele gibt. Wenn man wirklich sagt, das muss der demokratische, der finanzielle, der wirtschaftliche, auch der moralische Gegenentwurf sein, zu Sotschi, zu Katar, zu Moskau, zu Peking. Und es kann nicht sein, dass sich am Ende, wir erleben das ja gerade bei Winterspielen,
fast keine demokratischen Länder mehr bewerben, weil die Bevölkerung sagt, wir akzeptieren das nicht. Und ich hoffe, dass das auch bei der FIFA und beim IOC ankommt. Wenn man die Akzeptanz für diese Sportereignisse verbessern will oder erhalten will, dann muss man auch Transparenz erzeugen, Demokratie erzeugen. Und das, was da an Machenschaften hat der Fragesteller, glaube ich, gesagt. Mhm. Aber das, was dort an Gerüchten, an Vorfällen, an Bewiesenem und Unbewiesenem stattfindet, das geht so nicht. Betrifft übrigens dann auch Deutschland. Ich habe mich sehr gewundert, wenn ich das mal kritisch sagen darf, wie die deutsche Öffentlichkeit auf die Vorwürfe gegen Franz Beckenbauer reagiert hat. Mhm. Es gab eigentlich eher die Kritik, was erlaubt sich die FIFA, den Kaiser kritisch zu behandeln. Also hier hätte ich mir auch etwas mehr Differenzierung gewünscht. Ich hoffe, dass Franz Beckenbauer der Ehrenmann ist, für den ihn viele halten. Aber dann muss er sich auch eine kritische Frage mal gefallen lassen. Und ich finde, da hat auch er die Pflicht zu antworten und kann nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, ich spreche kein Englisch. Das geht so nicht. Und das ist das, was die Menschen spüren. Und insofern, kritische Öffentlichkeit hilft bei dem Thema und wir müssen schauen, dass das sich entwickelt. Sie sitzen im Bundestag im Sportausschuss. Ist das dort zum einen Thema? Ja. Und wenn ja, wie kann man da als Sportpolitiker, der im Deutschen Bundestag mit dem Thema vertraut ist, was ausrichten? Was kommt da naja, also wir haben gestern wieder darüber diskutiert, auch in Anbetracht der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben vielfach über Katar diskutiert. Ich habe auch im Deutschen Bundestag da sehr deutliche Worte gefunden, dass es beispielsweise nicht sein kann, dass eines der reichsten Länder der Erde es hinnimmt, dass jedes Jahr 200 Wanderarbeiter sterben, weil sie im Rahmen der Bauten für Olympia dort nicht vernünftig mit Essen und Trinken versorgt werden. Das sind inakzeptable Dinge. Hier müssen wir Druck ausüben auf das IOC, auf die FIFA. Ich hatte heute Nachmittag, passt ganz gut zum Thema, einen Termin mit Transparency International. Wir haben uns auch nochmal darüber ausgetauscht, sind auch zum Ergebnis gekommen, wir müssen Druck aufbauen auf die Schweiz. Es kann nicht sein, dass diese Verbände in der Schweiz ja machen können, was sie wollen. Zahlen auch keine Steuern. Ja, steuerliche Seite ist das eine Thema, aber es ist ja auch eine Rechtsstaatsfrage, dieser Sportgerichtshof dort und vieles andere. Das ist eben ein Stückchen kompliziert, das entspricht nicht unseren Vorstellungen. Und wir müssen in den internationalen Verbänden mehr Deutsche sich auch engagieren. Ich meine, wir Deutschen können nicht sagen, wir ziehen uns zurück und meckern und überlassen das Geschäft dann Südamerikanern, Asiaten, Afrikanern, die vielleicht in einigen Fällen eine andere Mentalität haben in bestimmten Sportbereichen. Ist das wirklich so, dass es da Ungleichgewicht gibt? Also dass Deutsche sich vergleichsweise wenig engagieren, wenn es um solche Fragen geht? Also ich habe den Eindruck, ich kann es jetzt für viele Verbände beurteilen, bei einigen Verbänden mag das anders sein, da wo wir auch eine sehr große Rolle spielen. Ich meine, es ist jetzt an Thomas Bach. Das kann man dann vielleicht auch in dem Zusammenhang sagen. Wir haben einen deutschen IOC-Präsidenten und es ist jetzt auch seine Aufgabe, die Reformen, die er angekündigt hat, für 2020 hoffentlich umzusetzen. Ich glaube, er könnte der olympischen Idee damit einen Gefallen tun und er kann auch zeigen, dass wir Deutschen die Demokratie und die Menschenrechte und die moralischen und ethischen Vorstellungen, die wir in Deutschland hoffentlich anwenden, auch im Sport und durchhalten, dass wir das dann auch international einfordern. Und dann wäre er wirklich ein historischer IOC-Präsident. Ich würde ihm das wünschen und der olympischen Idee auch. Um die Frage komplett zu beantworten, es gab noch den Hinweis, was ist mit Katar? Darf Katar das behalten oder wird Katar die Weltmeisterschaft wieder weggenommen? Was ist Ihre Prognose? Ja, ich finde das merkwürdig. Also wenn sich jemand bewirbt mit dem Datum Sommer und danach stellt man fest, der kann im Sommer gar keine Weltmeisterschaft machen, dann ist das schon eine Chancenungleichheit gegenüber den anderen, die dort verloren haben. Das ist das eine Thema, das muss die FIFA entscheiden. Ich finde das dubios. Und das zweite sind die Korruptions- und Bestechungsvorwürfe. Dazu kann ich inhaltlich nichts sagen. Ich kann das nicht ausschließen. Würde das auch in Anbetracht bestimmter Dinge, die ich höre und so empfinde, mir gut vorstellen können. Und dann muss die FIFA überlegen, wenn sich beweisen lässt, dass Katar bestochen hat, dass man dann eine Neuvergabe macht. Ich glaube übrigens, ein anderes Kriterium wird es nicht geben, weil die Schadensersatzansprüche von Katar ansonsten so hoch wären, dass man wirklich schon einen sehr gewichtigen Grund haben müsste, um ihnen diese WM, die man ihnen ja zugeschlagen hat, dann auch wegzunehmen. Im Übrigen, kleiner Hinweis am Rande, die nächste WM ist in Moskau. Also wir diskutieren über 2022 in Katar, das ist gut, richtig, aber wir könnten vielleicht auch mal über 2018 diskutieren und hier auch sagen, es ist jetzt die Aufgabe auch der Sportgemeinschaft ein Stückchen zu sagen, was lernen wir aus Sotschi, aus den Winterspielen und was erwarten wir von Russland und Moskau als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch da hätte ich in Anbetracht der aktuellen Diskussion ein paar Hinweise. Vielleicht ganz kurz, dann nehmen uns ganz kurz die Zeit, was wäre da tatsächlich, was macht Ihnen am meisten Kopfschmerzen dabei, wenn Sie an Russland denken? Ja gut, es ist zum einen eine Frage der Menschenrechte, es ist eine Frage der Behandlung von Minderheiten. Das hatten wir ja schon bei Sotschi, das war die Frage Homosexualität, das waren etliche andere
Minderheiten aus russischer Sicht, die dort zweifelsfrei nicht vernünftig behandelt werden, keine demokratischen Rechte haben, nicht die Menschenrechte haben, die wir uns vorstellen. Ja, das Zweite ist natürlich, dass ich schon glaube, dass ein Land, was eine WM ausrichtet, sich auch ans Völkerrecht halten muss und nicht einfach sagen kann, wir marschieren mal in der Ukraine ein und wir unterstützen dort militante Untergrundkämpfer gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Das kann nicht der Zustand auf unserem Kontinent sein. Und ich verstehe da die Sorgen der baltischen Länder und der Polen sehr wohl und glaube deswegen, dass man hier auch Druck ausüben muss. So geht es nicht. Ist es dann aber, kommen wir bei so Vergabe, also wir reden eigentlich über Vergabepolitik, das sind ja sehr politische Themen. Dann wird das in Zukunft, Prognose, wird das immer stärker so sein, dass man auch über solche politischen Themen dann stärker diskutieren muss? Oder naja, ich finde es richtig, dass die Spiele nicht nur in den nordamerikanischen und europäischen Ländern stattfinden können. Das kann ja nicht die Alternative sein. Ich glaube zum Beispiel, ich nehme mal bewusst Peking, da gab es auch viel Kritik, die ist berechtigt. Auch was die Medienberichterstattung betrifft, Pressefreiheit und so weiter. Aber mich hat sehr beeindruckt, als ein Behindertenverband uns berichtete, dass allein die Tatsache, dass die Paralympics in Peking stattgefunden haben, dazu geführt hat, dass in China, wo man Behinderte vorher weggeschlossen hat, eigentlich am liebsten völlig aus dem Verkehr gezogen hätte, dass heute Behinderte sich in China frei bewegen können und die Paralympics hier ein völlig anderes Klima für Menschen mit Behinderung in China herbeigeführt haben. Also dann muss man schon abwägen, ob es nicht auch sinnvoll ist, dass eben ein solches Sportereignis dann auch in Peking stattfindet. Aber das entbindet uns nicht davon, Erwartungshaltung zu definieren. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Sportverbände sagen, hört mal zu, im Vorfeld, wenn ihr euch bewerbt, erwarten wir klare Aussagen zu diesen und diesen Punkten. Und das hat mit dem zu tun, was wir in Sotschi erlebt haben, wo Bauarbeiter gestorben sind. Das hat was mit Natur zu tun, mit Nachhaltigkeit. Deswegen sage ich Vergabekriterien. Wenn man 36 Milliarden in Peking ausgibt und wenn in Sotschi, ich weiß, 30, 40 Milliarden ausgegeben werden, dann ist das in demokratischen Gesellschaften nicht mehr vermittelbar. Das kann ich in Deutschland keinem erklären und das kann man auch in anderen Ländern keinem erklären. So geht das nicht. Deswegen muss hier dringend sich geändert werden. Wir bleiben beim Thema Sportpolitik, wechseln jetzt mal vom Fußball Richtung Olympia. Felix hat mir im Vorfeld gesagt, dass er eine Frage hat zum Thema olympische Bewerbung Berlin. Dann würde ich die ganz gerne an der Stelle reinnehmen, Felix. Ja, soll ich meine Frage gleich stellen? Dann würde ich gleich konkret werden. Und zwar geht es mir darum, ich habe ein kurzes Statement von Ihnen auf dem RBB, glaube ich, gesehen, zum Thema Olympia und die Vermittelbarkeit in der Bevölkerung und die vielen Sachen, die in Berlin so gegen die Wand gefahren wurden, von wem auch immer, das können ja die Bürger in der Regel nur schwer auseinanderhalten. Und wie schätzen Sie denn die Aussicht auf Erfolg von einer Olympia-Bewerbung ein? Und was halten Sie von der Idee einer gemeinsamen Bewerbung von Berlin und Hamburg? Also ich glaube, der Stand aktuell ist ja, dass beide Städte sich bewerben wollen. Und wäre es nicht einfacher, wenn man beide Städte zu einem Austragungsort zusammenfasst und dann einen Teil dort und den anderen Wassersport zum Beispiel und dieses ganze Ressort in Hamburg austragen würde? Also momentan verhindern die Vergabekriterien des IOC eine solche Bewerbung von zwei Städten, die so weit auseinander liegen. Es wird ja Wettbewerbe geben, wenn Berlin es denn würde. Ich sage gleich was dazu. In Brandenburg, in Sachsen übrigens auch an der Küste, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich glaube, die Diskussion müssen wir etwas grundsätzlicher führen. Ich halte die überstürzte Bewerbung, die wir momentan erleben, als Reflex auf die Entscheidung der bayerischen Gemeinden mit der Ablehnung der Winterspiele. Jetzt bewerben wir uns um Sommerspiele für einen Fehler. Ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir hier im Vorfeld die Rahmenbedingungen anders diskutieren, wenn wir ganz klar sagen, eine Bewerbung Deutschlands und einer deutschen Stadt muss dann auch für eine Wende der olympischen Entwicklung sorgen. Wir wollen, ich habe das eben schon gesagt, der wirtschaftliche, der moralische, der demokratische Gegenentwurf sein zu Sotschi, zu Peking, zu Katar. Und ich glaube, es können keine Spiele der Funktionäre werden, sondern es können nur Spiele der Menschen werden. Und der Sinn einer Olympia-Bewerbung, Felix, kann nicht sein, dass wir ein paar Wochen Olympische Spiele durchführen.
Dafür wird es auch in den demokratischen Gesellschaften keine Mehrheit geben. Sondern wir müssen den Menschen relativ klar erklären, was hat die Infrastruktur davon, was hat der Wohnungsbau davon, was bedeutet das für die Schul- und Sportstättensanierung, was bedeutet das für den breiten Vereins Jugend- und Familiensport. Und wenn man diese Fragen vernünftig beantwortet, dann kann ich mir vorstellen, mit einem gewissen Vorlauf, dass es eine Begeisterung und eine Zustimmung gibt, auch bei kritischen Menschen in Berlin und in Deutschland, die sagen, jawohl, das könnte eine Idee sein, mit der wir im Jahre 2028, im Jahre 2032, vielleicht auch nochmal im Jahre 2040, 44, ich glaube 36 bietet sich aus historischen Gründen für eine deutsche Bewerbung natürlich gar nicht an. Insofern sind wir gut beraten, uns um die darum liegenden olympischen Wettbewerbe zu bewerben. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann das auch eine Idee für Berlin sein. Dann kann das etwas sein, wo die Berliner sich identifizieren, wo sie Ideen einbringen können und wo man auch als Stadt was von hat. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir keinen Erfolg haben. Wenn wir nicht begeistert sind, dann werden andere auch nicht begeistert sein. Dann werden wir das erleben, was wir schon bei der Bewerbung 2000 erlebt haben. Und ich glaube, dass hier wir momentan etwas zu hektisch und etwas zu übereilt vorgehen und das keine Bewerbung der Herzen ist. Wenn ich das so sagen darf, dann ist es momentan eine Bewerbung der Politik und ich rate dem Sport hier dringend 2024 nicht, sich ins Bewerberrennen zu schlagen. Übrigens auch mit Hinweis darauf, dass die Europameisterschaft, der Deutsche Fußballbund sich um die Fußball-Europameisterschaft 2024 bewirbt. Wie ich höre, mit guter Aussicht, weil 2028 wohl nach Großbritannien geht und 2024 dann in Deutschland wäre. Und dann ist es sowieso klar, dass wir nicht im gleichen Jahr auch noch Olympische Spiele in Deutschland veranstalten können. Insofern wären wir hier gut beraten, das Ganze ein bisschen ausführlicher zu machen. Übrigens, ich will auch noch einen Hinweis geben, weil wir in der politischen Diskussion hier sind. Ich halte auch eine Olympiabewerbung gegen die Opposition für nicht vorstellbar. Die Opposition ist in der Demokratie die mögliche Regierung von morgen. Und wenn wir glauben, wir können eine Olympiabewerbung durchführen, wo die große Koalition in Berlin oder die große Koalition im Bund, die hat bisher noch dazu gar nichts gesagt, sagt, wir wollen das und wir nehmen die Grünen nicht mit und wir nehmen nicht alles mit, was bereit ist, konstruktiv dran mitzuwirken, dann wird das kompliziert. Also wir sind hier gut beraten, auch die Opposition einzubinden, auch deren Argumente ernst zu nehmen. Und wir brauchen keine Olympiabewerbung von oben. Und ich sage nochmal, weil mir das besonders wichtig ist, die Vergabekriterien müssen geändert werden, sonst sollten wir uns nicht bewerben. Mit den jetzigen Vergabekriterien ist das außerordentlich schwierig. Und es muss eine tiefgreifende Reform im IOC geben. Thomas Bach hat die angekündigt. Und ich habe das übrigens, weil der Tagesspiegel dabei ist, in meinem Namensartikel gerade für den Tagesspiegel geschrieben, der in den nächsten Tagen dort veröffentlicht wird, wo ich auch gesagt habe, der deutsche Präsident des IOC kann eine Zustimmung der deutschen Bevölkerung für eine deutsche Bewerbung nur dann garantieren, wenn er selber die Voraussetzungen im IOC durch Reformen schafft. Ansonsten kennt Thomas Bach Deutschland gut genug und weiß, das wird wie in München ein Desaster. Da haben wir übrigens auch noch gar nicht die Lehren daraus gezogen. Ja, da gibt es sicherlich auch, die Wahlbeteiligung war gering und das Datum war vielleicht nicht optimal gewählt, kurz nach der Landtagswahl. Aber das ändert ja nichts daran, dass eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Bayern, also in den Gemeinden, gesagt hat, wir wollen das nicht. Und da wurde gar nicht hinreichend drüber diskutiert. Mich ärgert das die Platze, weil ich mich riesig freuen würde, wenn wir mit einer vernünftigen Bewerbung eine Chance hätten, noch zu meinen Lebzeiten Olympische Spiele nach Berlin zu holen. Ich glaube, es würde der Stadt gut tun, aber nicht unter den Voraussetzungen. Da will ich gerade mal reinkrätschen. Da passt nämlich ganz gut eine Frage von Simon Kollwitz, die uns erreicht hat. Er sagt, viel Spaß dabei. Also ironisch gemeint. Ja, genau. Ja. Weil ich glaube, wir Berliner, die bis zum Anschlag von Großbaustellen wie Großereignissen genervt sind, werden Olympia nie zu unserer Herzensangelegenheit machen. Teilen Sie den Pessimismus? Ist es schwieriger geworden, heutzutage in Berlin, aber auch in anderen Städten, solche Großprojekte durchzusetzen? Ich glaube, die Menschen sind kritischer geworden und sie hinterfragen das. Und das ist ja auch beim Tempelhofer Feld mein Vorwurf gewesen, was ja ein Stück weit auf das Thema Großprojekte abzielt. Hätte die Politik hier kraftvoll gesagt, wir haben wirklich eine vernünftige Vorstellung. Wir wollen dort etwas schaffen, was der Stadt nutzt, was den Menschen muss. Aber so zaghaft zu sagen, ja, wir machen ein bisschen Randbebauung und dann machen wir vielleicht eine Bibliothek, aber darüber sind wir uns noch gar nicht ganz einig. Und dann machen wir ein bisschen hier und ein bisschen da. Ich glaube, dass die Menschen zu Recht in den Demokratien sagen, da sind wir kritisch. So, dann kommt natürlich bei Abstimmungen dazu, dass in der Regel die dagegen sind, hingehen. Und die eben dafür sind, eher weniger hingehen. Das liegt in der Natur der Sache. Und insofern kann ich auch hier nur raten, auch bei dem Abstimmungsverfahren sich sehr genau zu überlegen, wie man damit umgeht. Gegebenenfalls müsste man es mit Wahlen verbinden. Das würde die Sache sehr politisieren, aber es würde zumindest eine hohe Wahlbeteiligung mit sich bringen. Und im Übrigen ist auch Brandenburg, Mecklenburg und Sachsen betroffen.
Ich will das nur mal der kleinen Berliner Überheblichkeit sagen. Wir sagen dann, wir Berliner stimmen ab und ein Teil der Wettbewerbe findet gar nicht in Berlin statt. Also ich glaube, wir müssen auch noch mal darüber reden, ob dann nicht auch die Brandenburger und die Mecklenburger auch mit abstimmen dürfen. Und insofern ist das alles ein schwieriges Verfahren. Ich finde, der Fragesteller hat recht. So wie das jetzt läuft, löst das keine Begeisterung aus. Und sowas kann man nicht so ein bisschen nebenbei machen, sondern dann muss man sagen, wir sind wirklich begeistert. Und vielleicht auch noch ein Hinweis, Felix, weil du das gesagt hast. Ich halte auch das Vorgehen des deutschen Sports für verkehrt. Zu sagen, jetzt sollen sich da mal Städte bewerben, das hatten wir übrigens schon mal, dann ist Leipzig ausgewählt worden, das Ergebnis ist bekannt. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde mir wünschen, dass der deutsche Sport sagt, wir haben uns eine Meinung gebildet. Wir sind der Auffassung, dass wir mit der Hauptstadt erfolgreich sind. Aus meiner Sicht ist das die einzig erfolgversprechende Bewerbung. Und jetzt diskutieren wir mit der Hauptstadt und den Menschen in Berlin und Brandenburg mal darüber, was müssen wir tun, damit das tolle Olympische Spiele werden. Und am Ende des Prozesses steht dann eine Bewerbung für 2028 oder 2032. Da hätten wir ein paar Jahre Zeit. Bis dahin ist vielleicht auch der Flughafen eröffnet und dann wird man für die Debatte, die heute zu Recht kritisch geführt wird, vielleicht auch noch anders geführt. Okay, verlassen wir vielleicht kurz mal die Sportpolitik. Frau Ziesinger, und ich übergebe mal an Sie, was sind denn bei Ihnen für Fragen gekommen? Ja, interessanterweise überhaupt gar keine Fragen zur Sportpolitik und auch keine Fragen zum Handball. Aber zum Beispiel eine Frage, die, wenn ich es jetzt arg drehe und wende, dann doch irgendwie auch was mit Großprojekten zu tun hat. Und zwar eine Frage aus Reinickendorf-Ost von Herrn Gerhard Sommer, der die Frage an Sie stellt, Herr Steffel. Sie plädieren beständig dafür, den Flughafen Tegel offen zu halten. Sie berücksichtigen dabei nicht, dass Tegel immer ein Stück Besatzungspolitik war und Anwohner nie die Einwendungen vorbringen konnten, die heute bei der Planung des BER möglich sind. Neben der Tatsache, dass Tegel nach der Fertigstellung von BER überflüssig sein wird, halten Sie daran fest, dass die Reinickendorfer Bürger den Rechtsabschneiden an Flughafen aufgedrückt worden ist, weitere Lärmbelästigung tragen sollen, obwohl das unnötig sein wird. Da hört man einen gewissen Frust heraus. Die Frage dann abschließend noch einmal, wofür soll denn Tegel eigentlich dienen? Soll es ein Privatflughafen werden? Mit Hochachtung, Gerhard Sommer. Das wäre beispielsweise eine Frage, die einen unserer Leser umgetrieben hat. Also ich habe bisher lediglich gesagt, insofern ist es eine Überinterpretation, die Herr Sommer vornimmt. Das ist auch völlig in Ordnung, aber dass ich befürchte, dass nach dem Finanzchaos und nach dem Zeitchaos und nach dem Planungschaos uns nach allem, was ich überblicke, am neuen Flughafen auch ein Kapazitätschaos droht. Denn dieser Flughafen wurde geplant für 18 Millionen Menschen. Wir sind mittlerweile bei 30 Millionen. Die Prognosen gehen zeitnah Richtung 35, 38, 40 Millionen. Und nach allem, was ich weiß, höre und was mir jeder bestätigt, wird der neue Flughafen BER das nicht bewältigen können. So, und hier muss es eine Lösung geben. Der historische Fehler war die Schließung von Tempelhof. Weil Ihnen jeder, der was davon versteht, sagen wird, das Beste, was wir hätten tun können, ist, den Flughafen Schönefeld neu, also den BER, plus den innerstädtischen Flughafen Tempelhof. Und dann hätten wir wirklich die Anbindung, die die Hauptstadt und die Region braucht. Ich habe die Sorge, am Ende haben wir keine Verbesserung der Anbindung Berlins, obwohl wir Milliarden ausgegeben haben, sondern wir haben Kapazitätsprobleme. Und eine Erweiterung in Schönefeld ist außerordentlich kompliziert. Um nicht zu sagen, nach allem, was ich heute überblicke, ausgeschlossen. Und insofern habe ich dafür plädiert, was die Flughafengesellschaft ja auch tut, dass man erst einmal Tegel weiter offen lässt, die 6 Monate, die zulässig sind, sich das Chaos anguckt oder auch nicht, was dann in Schönefeld beim BER stattfindet und wir dann eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung treffen müssen. Ich glaube, dass die Reduzierung von 6 auf 2 Start- und Landebahnen für die Region bei der dynamischen Entwicklung des Flugverkehrs zum Problem werden kann. So, daraus ergibt sich die Frage Tegel. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die Mehrheit der Berliner in allen Umfragen, die wir kennen, zwischen 80% und 85% interessanterweise für die Offenhaltung von Tegel sind. Ich halte das übrigens für unglaublich und bemerkenswert, dass in einer Region, wo Menschen vom Fluglärm betroffen sind, selbst in Reinickendorf, die Mehrheit der Menschen sagt, wir verstehen eigentlich die ganze Diskussion nicht, sondern wir glauben, die Politik macht einen Fehler und Tegel hätte offen bleiben können oder zumindest mit einer Teilnutzung offen bleiben können, mit deutlich reduzierten Kapazitäten, mit anderen Zeiten, mit einem Nachtflugverbot, was ausgeweitet wird, mit noch mehr Lärmschutz für die betroffenen Anwohner. Und im Übrigen, Herr Sommer wird mich befürchte ich nicht gewählt haben, aber ich habe mit 45% trotz der Position, die ich eben
sehr sachlich versucht habe darzulegen, das beste Ergebnis aller Bundestagsabgeordneten in Berlin erreicht. Insofern habe ich den Eindruck, dass schon eine große Mehrheit der Menschen auch versteht, Achtung, Achtung, wir brauchen eine bessere Anbindung Berlins und keine Gefährdung von Arbeitsplätzen durch eine schlechte Verkehrsanbindung. Nur um das dann nochmal auf die Frage abschließend zu beantworten, ich paraphrasiere Sie mal, Sie würden auch nicht sagen, dass Sie dafür plädieren würden, Tegel erst einmal weiter offen zu halten, um das dann eben wie von unserem Leser eben auch nachgefragt, als Privatflughafen offen zu halten, sondern eben für den ganz normalen Flugverkehr, weil Sie sagen, Bielefeld reicht nicht aus. Dieses Thema Privatflughafen oder Private Aviation, wie die Flugexperten sagen, kam ja über Tempelhof, wo es ja dieses Konzept gab, dass man sagt, wir lassen dort die kleinen Flugzeuge starten und landen und binden dann einen Medizinpark an. Das war ja dieser Großinvestor Lauda, der das damals in die Diskussion gebracht hat. Mir sind solche Pläne für Tegel überhaupt nicht bekannt, sondern ich empfehle, dass Schönefeld möglichst schnell geöffnet wird, dass wir dann schauen, wie sich die Entwicklung dort abzeichnet und dass wir dann in den 6 Monaten, die uns das Gericht ja lässt, eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Momentan arbeitet die Flughafengesellschaft mit Hochdruck am Flughafen und ich hoffe, am Schönefeld, am BER, ich hoffe, dass das funktioniert. Und die Planungsgesellschaft arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung von Tegel zum Industriepark. Im Übrigen auch da kann man natürlich die Frage stellen, wie schnell ist das möglich, insbesondere bei den Haushaltsmitteln. Denn ich kenne im Berliner Haushalt keine Hunderten von Millionen für die Entwicklung des Areals in Tegel und habe die Sorge, dass das nachher, und so bestätigt man mir das auch seitens der Geschäftsführung, dort 25 Jahre dauert. Da hängen übrigens auch Arbeitsplätze dran für den Norden von Berlin und gewaltige Investitionen, die dort stattfinden müssen. Neben der Frage kontaminierte Flächen. Wir haben ja, wenn wir den Flughafen mal schließen, sicherlich im Bereich der Bodenflächen insbesondere Hunderte von Millionen zu bezahlen, um das, was dann an Verunreinigung stattgefunden hat, während des Flugbetriebes erstmal entsprechend zu beheben. Ich will da kurz mal einhaken, und zwar zum Thema Flughafen Tegel hat uns auch eine Frage erreicht von Emil Kerkhoff. Ich lasse jetzt den ersten Teil mal weg, weil darüber haben wir gerade gesprochen. Aber er fragt, ob man nicht es auf eine andere Nutzung öffnen könnte, wie zum Beispiel das Wohnviertel gebaut werden oder eventuell ein olympisches Dorf. Ich habe mit der Projektentwicklungsgesellschaft dort ausführlich drüber gesprochen. Die haben natürlich heute die Sorge, wo ja ein ganz kleiner Teil Wohnbebauung vorgesehen ist, dass das eigentlich die Entwicklung von Tegel zur Industriefläche sehr erschwert. Weil natürlich ein 24-Stunden-Schwerkraftverkehr und Industrieansiedlung mit dem, was damit ja auch verbunden ist an Belastungen, eigentlich einer Nutzung durch Wohnraum eigentlich entgegensteht. Insofern muss man sich hier sehr genau entscheiden, was man will. Und diese eierlegende Wollmilchsau, also wir wollen so ein bisschen Natur, ein bisschen Industrie, ein bisschen hier, ein bisschen da, das wird, glaube ich, sehr kompliziert. Und für die Olympischen Spiele brauchen wir sicherlich ein olympisches Dorf, aber solange wir da noch nicht mal eine vernünftige Planung haben, finde ich die Debatte verfrüht. Ich gehe momentan davon aus, Tegel wird 6 Monate nach der Eröffnung von BER geschlossen und wir machen dort eine Industrieentwicklung. Und die brauchen wir auch dringend in Nordberlin, denn mit Tegel werden 20.000, 30.000 Arbeitsplätze von Nordberlin, Pankow, Charlottenburg, Reinickendorf, Mitte, nach Brandenburg oder im besten Falle nach Südberlin, aus Berliner Sicht formuliert, wandern, sodass wir schon schauen müssen, wie wir auch Arbeitsplätze im Norden von Berlin noch erhalten und schaffen. Okay, noch vielleicht eine kurze Nachfrage. Und wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, über die Ablehnung der Bebauung des Tempelhofer Felds. Das ging jetzt vor ein paar Wochen. In Berlin gab es einen Volksentscheid. Die Mehrheit hat sich dagegen entschieden, dort Wohnraum entstehen zu lassen. Wie sehen Sie das? Braucht Berlin zum einen mehr Wohnraum und wenn ja, wo soll er herkommen? Gibt es da leere Flächen in Reinickendorf, die man bauen kann? Also Berlin braucht sicherlich mehr Wohnraum, weil er die beste Antwort auf Mietpreissteigerungen ist. Wir können gesetzlich alles versuchen zu regeln, gerade auf dem Wohnungsmarkt, und das Wort Markt sagt uns ja schon, worüber wir reden, ist es eben so, dass wenn viele Wohnungen da sind und einige leer stehen, dann sind die Mieten relativ günstig. Und wenn keine Wohnungen leer stehen und wenig Wohnungen da sind, dann steigen die Mieten eben bei jeder Neuvermietung. Das können wir gesetzlich versuchen zu korrigieren. Das ist nicht ganz einfach. Aber im Ergebnis ist das Beste Wohnungsbau und übrigens auch preiswerterer Wohnungsbau. Wir bauen natürlich auch in Deutschland und insbesondere in Berlin immer relativ teuer. Insofern müssen wir Freiflächen nutzen, wir müssen verdichten, wir müssen übrigens auch im Speckgürtel nochmal genau gucken, was in Brandenburg noch geht, insbesondere innerhalb des S-Bahn-Rings. Und ich halte das, was die Politik in Tempelhof gemacht hat, für traurig. Das war halbherzig, das war ein fauler Kompromiss, das haben die Menschen gespürt. Und deswegen haben sie auch gegen die Bebauung dort gestimmt. Ich glaube, man hätte hier
klareren Vorstellung, mit einer Idee, mit einer Vision, zu sagen, das ist ein Riesenareal, wie es keine andere Stadt auf der Welt hat, im innerstädtischen Bereich. Und da entwickelt man wirklich was Vernünftiges mit Schule, mit Kita, mit Lebensgefühl, mit Lebensqualität. Dann bin ich mir sicher, hätten die Berliner auch zugestimmt. Frau Ziesinger, Tegel war nur ein Thema, zu dem Sie eine Frage bekommen haben. Was gab es noch? Es gab diverse andere. Ich gehe jetzt mal, springe einfach ganz wild. Und zwar, Herr Steffel, wendet sich Marco Lützel aus Berlin-Heiligensee an Sie mit der Frage. Sehr geehrte Herr Steffel, Sie sind ja noch relativ frischer Doppelvater und können somit zusammen mit Ihrer Frau vom neu eingeführten Betreuungsgeld profitieren. Obwohl ich mit meiner Frau zurzeit auch diese neue Geldleistung erhalte, finde ich es schlecht, dass trotz gewaltiger Schulden, welche bisher stets nur ankündigungshalber reduziert werden, dieses zusätzliche Subventionsprogramm eingeführt wurde. Haben Sie im Bundestag eigentlich für oder gegen dessen Einführung gestimmt und warum? Also zum einen profitiere ich davon nicht, weil meine Kinder zu alt sind. Unabhängig davon hätte das meine Haltung nicht geändert, sondern die sachliche Frage war, was machen wir nach dem 12. Monat, wenn das Elterngeld ausläuft und vor dem 3. Lebensjahr, wo man sagt, in dieser Zeit gehen die meisten Kinder, zumindest in den Großstädten, im ländlichen Raum ist das noch etwas differenziert, dann in die Kita. So, und hier geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich glaube, wenn wir dieses sogenannte Betreuungsgeld, beispielsweise verlängertes Elterngeld genannt hätten und gesagt hätten, auch für den 15., 16., 20. oder 24. Lebensmonat eines Babys, soll es für die Mutter, in der Regel ist es die Mutter, vielfach sind es ja mittlerweile auch in den Großstädten die Väter, aber in der Regel ist es häufig die Mutter, gerade bei kleinen Kindern, wo dann noch gestillt wird, wo die Rahmenbedingungen ja auch meistens noch besonders speziell sind, dass man sagt, hier gibt es nochmal eine Möglichkeit, eben abzuwägen, gebe ich mein Kind mit 13 Monaten in die Krippe oder bleibe ich noch ein paar Monate zu Hause, dann wäre die ganze Debatte anders geführt werden. Ich hatte hier den Eindruck, hier wurde sehr ideologisch und wenig am Sachverhalt diskutiert. Und nur das Argument, es gibt dann Mütter, insbesondere arabischer und türkischer Herkunft, das war ja immer der Vorwurf, die möglicherweise 10 Kinder in die Welt setzen, um das Betreuungsgeld zu kriegen. Also erstens halte ich das für ziemlichen Quatsch und zweitens kann das ja nicht eine ernsthafte politische Diskussion sein. Das wäre ja so, als wenn wir sagen, nur weil es Bankräuber gibt, schaffen wir die Banken ab. Also das kann ja keine Familienpolitik sein. Also Sie haben dann, um Herrn Lützes Frage zu beantworten, dafür gestimmt, weil Sie es sinnvoll finden, dass weiter diese Geldleistung gezahlt wird? Oder weshalb haben Sie sich dann letztlich dafür entschieden, dass es sinnvoll ist? Ich habe dafür gestimmt. Und man muss übrigens, wenn überhaupt, einen Vorwurf diesem verlängerten Erziehungsgeld, was Betreuungsgeld heißt, machen. Eigentlich ist die Summe zu klein. Wenn man wirklich einer Verkäuferin in einem Schuhgeschäft alleinerziehend die Wahl geben will, möchte ich mein 16 Monate altes Kind betreuen oder möchte ich das nicht, dann müsste die Summe wesentlich höher sein, als sie es jetzt ist. Und gerade das ist ja das Problem, was wir vielfach haben, dass diese Frauen dann Teilzeit arbeiten. Wir haben mittlerweile leider Gottes fast 50% Alleinerziehende mit all den Konsequenzen, wirtschaftlich und so weiter, die das mit sich bringt. Und insofern glaube ich, dass wir hier was tun müssen, dass wir hier in der Tat überlegen müssen, wie kriegen wir das vernünftig organisiert. Denn das, was netto übrig bleibt für diese berühmte symbolische Schuhverkäuferin, die dann halbtags arbeitet, ist so wenig, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Und insofern habe ich für das Elterngeld oder für das Betreuungsgeld, für die Verlängerung des Elterngeldes gestimmt bis zum 3. Lebensjahr und glaube auch, dass das eine sinnvolle Sache ist und sich mittelfristig durchsetzen wird. Jetzt, das interessiert mich jetzt. Was meinen Sie, sollte man weiterentwickeln? Also alleinerziehende Mütter sollten dann möglicherweise steuerlich anders gestellt werden oder was ist da Ihr Ansatz? Wenn wir wirklich Wahlfreiheit wollen, was ja immer der Begriff ist aus allen politischen Lagern, dass man sagt, die Frau, ich bleibe jetzt mal bei der Frau, ohne das immer zu verkürzen, aber die Frau soll wirklich wählen können. Möchte ich arbeiten, dann muss sie alle Chancen haben. Kinderbetreuung und alles, was dazugehört. Deswegen investieren wir hunderte von Milliarden in die Investition im Kita-Bereich in den letzten 10 Jahren und in den nächsten 10 Jahren. Und deswegen zahlen wir übrigens auch sehr viel Geld für Kinder, die in Kitas betreut werden. Diese Kinder kosten ja knapp 2.000 Euro, wenn ich das richtig sehe, pro Monat. Das heißt, das ist schon eine gewaltige Summe, die wir hier in die Kinderbetreuung investieren. Und wenn man die Wahlfreiheit will, dann muss man daneben auch sagen, was hat die Frau für eine Wahl im 15., 16. oder 18. Monat? Momentan hat sie aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich keine Wahl, denn wenn sie Geld braucht und alleinerziehend beispielsweise ist, dann muss sie das Kind mit 13 Monaten in die Krippe geben und muss arbeiten gehen. Das hat mit Wahlfreiheit nichts zu tun. Und hier, glaube ich, müssen wir weiterentwickeln.
Aber eben darüber, dass man dann sagt, es gibt generell höhere Summen oder dass man eben sich konkret die Situation der einzelnen Personen anguckt und dann über entsprechende Geldleistungen nachdenkt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also das fairste und sachlich angemessenste wäre eine Verlängerung des Elterngeldes. Denn der Zeitraum von 12 oder 14 Monaten ist ja ziemlich willkürlich gewählt. Und wenn ich mit jungen Müttern spreche, egal in welchen Bereichen meines Lebens, dann sagt mir jede Mutter eines 16-jährigen Babys, natürlich wäre ich unglaublich gerne zu Hause geblieben und hätte mich um mein Kind gekümmert und würde es nicht morgens um 6:30 in der Krippe oder ja, in der Krippe abholen und würde es dann um 16, 17 Uhr gehetzt, schon mit Teilzeit wieder rausholen, nur damit ich zwischendrin netto vielleicht 1.000 Euro oder 1.500 verdiene, wenn überhaupt. Insofern finde ich, Wahlfreiheit bedeutet an der Stelle auch echte Wahlfreiheit, die haben wir momentan in Deutschland nicht. Wie haben Sie es denn mit Ihrer Frau zusammen organisiert? Ja, dankenswerterweise, mein Sohn ist jetzt 2, ist meine Frau zu Hause und hat sich bereit erklärt, auf ihren Beruf zu verzichten und kümmert sich um meinen 2-jährigen Sohn und meine 6-jährige Tochter, die noch nicht in der Schule ist. Und insofern ist das mit aller Kita und aller Betreuung auch sehr entspannend für die Kinder und für die Familie. Die Vereinbarkeit wäre außerordentlich, das wissen alle Mütter, das bestreitet auch niemand, ich habe den Eindruck, höchstens Leute, die es selbst nicht erlebt haben, dass das ein unglaublicher Aufwand und Stress und eine große Belastung ist, neben einem Beruf auch noch 1-2 kleine Kinder zu organisieren. Auch wenn beide Partner sich engagieren, was in meinem Falle ja sogar noch schwierig ist, weil ich eben sehr viele Abendtermine und Wochenendtermine durch die Politik habe. Insofern ist es eine sehr spezielle Situation, auf die ja auch Herr Gabriel als junger Vater zu Recht hingewiesen hat. Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal Felix mit ins Gespräch holen. Du hattest gesagt, da gibt es noch eine Frage zum Thema Ehrenamt. Genau, also ich erinnere mich noch, im letzten Jahr hatte Herr Steffel als Wahlslogan sowas Ähnliches wie engagiert für Reinickendorf, und eigentlich in jedem Flyer wurde auch besonders auf die Verbindung zum Ehrenamt und zum Sport hingewiesen. Und ich wollte einfach mal nachfragen, inwiefern seit der Wahl oder auch davor, ich habe jetzt nicht so Kenntnisse in dem Bereich, schon was Handfestes getan wurde. Also inwiefern haben Sie sich denn fürs Ehrenamt engagiert und auch für die Sportler, und einfach mal kurz über Ihre Arbeit berichten, was Sie bisher erreichen konnten im Bundestag und auch in Ihrem Wahlkreis hier in Reinickendorf. Also in Reinickendorf habe ich gestern gerade wieder, Gott sei Dank, eine Spende an die LG Nord vermitteln können, die eine ganz tolle Arbeit im Bereich Leichtathletik machen. Aber du meinst natürlich auch zu Recht politisch. Da muss ich als erstes darauf hinweisen, dass wir im letzten Bundestag ja das Ehrenamtsgesetz beschlossen haben. Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes, was Haftungsfragen für Vereine, Steuerfragen für Vereine besser geregelt hat, die Übungsleiterpauschale angehoben hat, viele andere kleinere Dinge geändert hat, die die Vereine und die Hilfsorganisationen sehr belastet haben. Ansonsten habe ich immer den Eindruck, dass die meisten Ehrenamtsorganisationen schon froh sind, wenn die Politik nicht stört. Also nicht noch mehr Bürokratie, nicht noch mehr Erwartungen auf die Ehrenamtlichen überträgt und sagt, ihr müsst hier noch was tun und da noch was tun. Und dass Anerkennung, das ist, was ich zumindest in der Arbeit im Wahlkreis immer verspüre. Und ich nehme eigentlich jeden Termin, wenn es irgend geht, im ehrenamtlichen Bereich war, um Dank zu sagen und Anerkennung zu sagen. Ich war am Wochenende bei der Freiwilligen Feuerwehr in Konradshöhe, in Tegelort, und habe da auch wieder gemerkt, da waren 100 Leute, dass allein, dass man Danke sagt und sagt, es ist toll, dass es Männer und Frauen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und die sich dann um uns kümmern, wenn es uns mal nicht so gut geht, dass das den meisten von denen schon reicht. Und insofern ist das etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich selbst seit 25 Jahren ehrenamtliche Arbeit mache. Da gab es zwei Fragen oder drei Fragen von der Sportjugend Berlin, die Sie uns geschickt haben. Und zwar, da würde ich gerne an der Stelle tatsächlich noch ein, zwei reinnehmen. Die Sportjugend Berlin interessiert nämlich, wie kann die Vereinsanbindung benachteiligter Kinder und Jugendlicher aus sozial schwachen Familien gefördert werden? Gibt es da spezielle Programme oder Ideen, wie man das verbessern kann? Ja, wir haben das ja mit dem Bildungsgutschein damals, als Ursula von der Leyen noch zuständig war als Arbeitsministerin, in der letzten Legislaturperiode durchgesetzt, wo es 120 Euro für diese Kinder gibt. Da gab es dann auch viele kritische Debatten, ist das mit Gutscheinen angemessen oder nicht. Ich habe mich dann auch mal zu so einem flapsigen Satz hinreißen lassen und habe gesagt, na gut, Gutscheine kann man eben nicht versaufen. Das ist eben klar, das Geld muss für die Kinder ausgegeben werden, es muss für Nachhilfe ausgegeben werden, es muss für Musikschule ausgegeben werden und es kann eben nicht für Zigaretten und Alkohol ausgegeben werden, was natürlich hoffentlich viele Eltern nicht tun, aber wir haben eben häufig die Situation, dass die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze für Kinder eben nicht bei den Kindern ankam und diese Kinder eben nicht im Vereinssport integriert sind.
Wir stellen fest, dass hier Kinder in die Vereine gehen. Aber ich glaube, es ist ein Gesamtpaket. Man muss den Eltern immer wieder deutlich machen, gerade wenn es deinem Kind nicht so gut geht, aufgrund dessen, dass es der Familie nicht so gut geht, lass es wenigstens teilhaben am Sport. Und hier beginnt natürlich der Teufelskreis. Übrigens, das Beste für diese Kinder ist eine gute Entwicklung am Arbeitsmarkt und möglichst ein Job für Mami und Papi. Denn nichts ist schlimmer, als wenn der Einzige, der noch aufsteht, der 9-jährige Sohn ist. Und Mami und Papi bleiben völlig desillusioniert im Bett liegen und haben gar keine Lust mehr, morgens aufzustehen, weil sie keine Lebensperspektive sehen. Also insofern, das Beste ist eine ordentliche Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze schafft. Und darüber hinaus müssen wir schauen, wie wir die Familien unterstützen, die vielleicht die Bedeutung von Vereinssport nicht so sehen wie wir. Gibt es denn darüber hinaus irgendwelche Förderprogramme? Es gibt jetzt auch noch mal eine Frage zum Thema, wie können Kinder mit Bewegungsdefiziten erreicht werden? Gibt es da spezielle Programme, wo man sagt, man geht ganz gezielt an solche Familien, an solche Kinder ran? Es gibt sehr viel Aufklärung natürlich. Da ist wieder die Frage, welche Familien, welche Eltern erreicht diese Aufklärung? Die wir gemeinsam für problematisch halten und die der Frage zugrunde legen, sind natürlich häufig die dann auch mit der Aufklärung nicht wirklich erreicht werden. Es wird natürlich sehr viel in den Schulen getan. Die Vereine leisten hier viel in den Schulen, sie machen in den Schulen Angebote, sie versuchen aufzuklären, dass eben gerade für Kinder Bewegung nicht nur gesundheitlich wichtig ist, übrigens auch Übergewicht natürlich reduziert, sondern dass eben Bewegung auch zur Entwicklung eines jungen Menschen dazugehört. Aber es ist immer ein Stück weit davon abhängig, dass auch die Eltern mitmachen, denn der 7-Jährige wird natürlich im Winter nicht alleine zum Sportplatz fahren und wieder wegfahren können. Das ist zumindest nicht die Regel. Und insofern macht mir auch die sehr lange Schulzeit Sorgen. Ich darf das auch bei der Stelle gerne mal sagen, wenn die Sportjugend fragt, ich kämpfe da auch in den eigenen Reihen immer und sage, es ist ja schön, dass wir das Abitur auf 12 Jahre Schulzeit reduziert haben und dass man Samstag nicht mehr in die Schule muss, wie das noch in meiner Jugend übrigens der Fall war. Aber es führt natürlich dazu, dass die Schulzeit unendlich lang ist am Tag. Und wenn ich dann sehe, was Kinder und Jugendliche noch an Schularbeiten zu leisten haben, die kommen dann 15, 16, 17 Uhr aus der letzten Stunde nach Hause und sitzen dann noch 1-2 Stunden mit Schularbeiten, dann führt das eben dazu, dass die Vereinbarkeit mit Vereinssport schwierig ist. Und Vereine leisten mehr als nur Sport, sondern dort wird Sozialverhalten gelernt, dort wird vieles andere gelernt, was im Elternhaus und in der Schule vielleicht manchmal etwas auf der Strecke bleibt. Insofern müssen wir gucken, dass es auch eine Vereinbarkeit von Schule und Freizeit noch gibt und dass Kinder nicht nur Biologie und Physik lernen, so wichtig das auch ist. Frau Ziesinger, wie sieht es bei Ihnen aus? Gibt es noch ein, zwei Fragen, die Sie unbedingt stellen wollen? Dann würde ich die gerne jetzt noch mit reinnehmen. Vielleicht eine ganz kurze, also wenn ich zwei Fragen noch stellen dürfte. Einmal vielleicht ganz kurz von einem Herrn Graf, ehemals Vorklassenleiter, der, weil wir gerade über Schule gesprochen haben, wissen möchte, wie Sie es denn nun halten mit der Wiedereinführung der Vorklassen, ob das ein Thema ist, was im Wahlkampf immer besprochen wird, ich paraphrasiere jetzt mal, aber dann eben, wenn man regiert, dann doch nicht angegangen wird. Das wäre die erste Frage. Also es gab ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da eine Debatte, die zum einen vom SPD-Fraktionsvorsitzenden in Berlin angeschoben wurde und zum zweiten, glaube ich, auch von einem CDU-Kollegen. Ich bin sehr dafür, dass Kinder, wo wir Auffälligkeiten feststellen, dann auch verpflichtend im Vorfeld der Schule schon in solche Vorschulklassen gebracht werden. Weil wenn das Elternhaus bis zum 6. Lebensjahr eben die Entwicklung beispielsweise der deutschen Sprache nicht vernünftig hinbekommt, was ja ein Kernproblem dann auch in den ersten Schuljahren darstellt, dann sehe ich uns schon in der Pflicht, nicht einfach wegzuschauen. Ich glaube, dass wir nicht für alle Eltern die Pflicht einführen müssen, 12 Monate lang ihre Kinder in eine sehr disziplinierte Vorschule zu geben, sondern dass es hier schon auch gerade bei 4- und 5-Jährigen eine gewisse Flexibilität geben kann. Aber wir in den Kitas und in den Jugendämtern und bei den Untersuchungen genau hingucken müssen, dass keine Kinder dabei auf der Strecke bleiben, denn es betrifft nach allem, was ich höre, eine relativ kleine Masse, prozentuale Masse an Kindern, die man auch relativ klar zuordnen kann und da müssen wir gemeinsam schauen, wie erhöhen wir die Lebens- und Bildungschancen dieser Kinder. Denn eins ist klar, schlechte Eingangsbedingungen in die Schule führt häufig zum schlechten Schulabschluss. Und wenn das im Elternhaus hängt, dann hat das mit Chancengleichheit nichts zu tun und daran müssen wir arbeiten. Und wenn ich darf, gleich noch die zweite Frage drangehängt.
ein Leser von uns, der allerdings sich nicht namentlich outet, aber ein großer Fan von Ihnen zu sein scheint, fragt zum einen mal, wie Sie den aktuellen Zustand der Berliner CDU einschätzen. Der Leser selbst persönlich findet, da ist noch Luft nach oben. Und dann spielt er darauf an, auf den Parteiaustritt des ehemaligen CDU-Chefs Schmidt und auf das seiner Ansicht nach nicht besonders überzeugende Auftreten der derzeitigen Senatoren. Und dann fragt er, wäre es nicht Zeit für einen neuen Kennedy an der Spree oder anders gefragt, wäre nicht jetzt der Zeitpunkt für einen gereiften, das ist fett gedruckt, Dr. Steffel, die CDU von Berlin endlich mal nach vorne zu bringen? Was sagen Sie denn dazu? Na, erstmal freue ich mich ja, dass wir relativ gute Wahlergebnisse hatten, auch jetzt mit Frank Henkel und der Regierungsbeteiligung in der Großen Koalition. Dass das nicht einfach ist, ist doch klar. Ich meine, die SPD hat sich uns nicht als Lieblingspartner ausgesucht und wir sind auch nicht in die Wahlen gegangen und haben gesagt, wir wollen, dass Klaus Wowereit regierender Bürgermeister bleibt. Insofern finde ich, im Großen und Ganzen läuft das in der Berliner Landespolitik geräuschlos. Und die Umfragen sind so, dass wir zulegen und durch die Regierungsbeteiligung gewinnen. Das zeigt übrigens, dass die meisten unserer Wähler von uns erwarten, dass wir vernünftige Arbeit leisten und uns nicht zanken. Und insofern habe ich auch in den Jahren, die ich Politik mache, mich noch nicht öffentlich negativ über Parteifreunde geäußert, werde ich auch in der Zukunft nicht tun, wenn ich denen was zu sagen habe. Und manche Dinge fand ich in der Tat in den letzten Monaten nicht ganz optimal. Dann sage ich denen das direkt und so will ich es auch heute hier bei der digitalen Bürgersprechstunde halten. Ja. Das heißt also, dass Sie auch ganz happy sind im Bundestag und da auch erstmal bleiben wollen. Ja, ich fühle mich wohl im Bundestag. Ich bin auch keiner, der da einen Arbeitsmangel leidet. Ich habe auf meine Unabhängigkeit immer großen Wert gelegt, bin immer noch unternehmerisch tätig, auch wenn die Arbeit von Mitarbeitern und Geschäftsführern operativ geleistet wird. Und ich bin Präsident der Füchse. Wir haben 3000 Mitglieder im Breitensport. Wir spielen ganz erfolgreich Handball in Berlin. Wir haben gerade ein tolles Vereinsheim für unsere Mitglieder in Reinickendorf eröffnet. Also ich bin gut ausgelastet und finde auch, dass alles im Leben seine Zeit hat. Und ich freue mich jetzt auf meine Arbeit im Bundestag. Dazu noch vielleicht eine schöne Frage zum Abschluss, die uns eben gerade noch per E-Mail erreicht hat. Geht nämlich gerade um die Frage, Sie sind zwar jetzt noch im Bundestag, aber irgendwann sind Sie vielleicht auch nicht mehr im Bundestag. Was kommt dann? Da fragt nämlich Axel per E-Mail, nach Bekanntwerden des Jobwechsels von Herrn Nübel zum Rüstungsunternehmen Rheinmetall wird auch wieder diskutiert, ob es nicht Karenzzeiten geben sollte, die verhindern, dass Politiker nach ihrer Karriere im Bundestag oder in der Regierung als Lobbyisten in die Wirtschaft gehen. Erstens, wie sehen Sie das? Und zweitens, finden Sie das Verhalten von Herrn Nübel unanständig? Also bei Nübel wäre ja die Karenzzeit wahrscheinlich überschritten, denn die würde tendenziell ein Jahr betragen und wenn ich das recht überblicke, wird er dort erst. Angeblich hat die Kanzlerin ihm gesagt, 12 Monate sollten schon sein. Also ich, das hat immer ein leichtes Geschmäckle, insofern muss man sich überlegen, wo man danach tätig wird. Ich meine, auch für Politiker, die nicht mehr im Amt sind, kann es kein Berufs- und Arbeitsverbot geben. Und natürlich ist man meistens in den Bereichen auch kompetent, was jetzt mit Nübel nichts zu tun hat, in denen man vorher auch politisch vielleicht gearbeitet hat. Insofern ist das immer ein schwieriger Spagat. Wir müssen akzeptieren, dass auch Politiker, wenn sie aus der Politik ausscheiden, noch eine Chance haben, Geld zu verdienen, dass das nicht bei Gazprom unbedingt sein muss und dass das nicht bei Rüstungskonzernen sein muss, wenn man als Entwicklungshilfeminister an Entscheidungen von Rüstungsgeschäften auch noch mitgewirkt hat. Da sind wir uns einig, aber ich glaube eher, wir brauchen mehr Austausch in Deutschland zwischen ordentlichen Berufen, Menschen, die unabhängig sind, übrigens auch leitenden Angestellten und der Politik und nicht weniger. Und man muss allerdings selber wissen, wo man die Grenze zieht. Also ich wäre sicherlich nicht zu einem Rüstungskonzern gegangen und werde es jetzt auch nie tun. Sollte es so eine Karenzzeit doch nochmal geben? Was wäre so eine angemessene Zeit? Was würden Sie sagen? Ja, ich glaube, dann muss man auch die Frage beantworten, wovon leben die Politiker dann in dieser Zeit? Dann muss man sich auch nochmal die Regelung angucken nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Ich bin da kein Fachmann, habe mich da nie mit groß beschäftigt. Aber wenn man sagt ein Jahr, dann ist das zumindest so weit weg von den Entscheidungen, die man getroffen hat. Das ändert natürlich überhaupt nichts daran, was bei Nübel ja ein Teil der Kritik ist, dass man ihm unterstellt, er habe im Amt Entscheidungen getroffen und kriegt heute das Dankeschön dafür. Ja, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt, dann ist das nicht in Ordnung und dann muss das übrigens auch strafrechtlich verfolgt werden. Aber momentan sind das Gerüchte und ich hoffe mal für ihn, dass das nicht stimmt und dass das ja, bösartige Unterstellungen sind. Trotzdem ist es ungeschickt. Mhm. Übrigens, ich vermute, wenn wir die Minute noch haben, dass er wahrscheinlich auch wenig andere Möglichkeiten hatte.
Das mag jetzt für den ein oder anderen Zuschauer und Zuhörer komisch klingen, aber ich meine auch ein Politiker, ich glaube Niebel ist 51, habe ich jetzt in Zeitungen gelesen, der muss natürlich gucken, wie er seine Familie annimmt, der muss gucken, von was er selber lebt und dann ist das auch nicht ganz unkompliziert. Also insofern schwierige Fragestellung, wenn man keinen Job findet, nimmt man vielleicht auch einen, den man im Vorfeld nicht sich hätte denken können. Okay, das heißt, Sie plädieren eigentlich dafür, dass auch Politiker immer im Auge behalten, nebenbei noch im Prinzip, wo sie nach einer Zeit im Bundestag hin können? Also ich plädiere erstmal, dass Menschen, die in die Politik gehen, das nicht mit 14 beschließen, sondern eine ordentliche Berufsausbildung haben. Das ist etwas, was mich mit großer Sorge umtreibt. Wir haben immer mehr Menschen, die in jungen Jahren sich politisch engagieren, den Beruf schleifen lassen, dann mit 20 oder 25, wie sagt man so schön, von der Hörsaalbank, vom Hörsaal in den Plenarsaal heißt es ja immer, also vom Hörsaal in den Plenarsaal gehen, eigentlich nie richtig gearbeitet haben und die sind im Grunde genommen mit 50 auch nicht mehr vermittelbar, wenn sie aus der Politik mal ausscheiden, weil die haben nicht einen Tag in ihrem Leben außerhalb der Politik gearbeitet. Und davon gibt es viel zu viele. Und das haben wir übrigens auch in den Regierungen, wo immer mehr Menschen Entscheidungen treffen, die selber nie an einer anderen Stelle wirtschaftlich ihr Geld verdienen mussten. Und das müssen wir, glaube ich, ändern. Hier müssen wir auch weniger Vorwürfe erheben. Ich habe mich ja auch immer mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, ja, der ist da noch irgendwo als Mittelständler tätig. Ich find das nicht in Ordnung. Also nicht, weil es mich betrifft, sondern wir sollten froh sein, dass es auch in der Politik noch Menschen gibt, die einen ordentlichen Beruf haben. Wir haben zu wenige Ärzte, wir haben zu wenige Ingenieure, wir haben zu wenige leitende Angestellte. Und das würde auch, glaube ich, die Akzeptanz von Politik erhöhen. Und dann dürfen wir es auch nicht mit Vorwürfen und auch nicht bei jeder Kleinigkeit immer gleich vermuten, dass da irgendwas im Argen liegt. Also ich versuche das seit 25 Jahren ganz, ganz scharf zu trennen, habe das bis heute auch sehr gut hinbekommen. Und da gab es auch Gott sei Dank nie Vorwürfe. Aber da appelliere ich auch immer, da sehr sensibel mit umzugehen, weil ansonsten die Leute, die wir in der Politik brauchen, da nicht hingehen. Ich kenne viele gute Leute, die sagen, bleib mir mit Politik fern, ich mache das nicht. Die öffentliche Kritik, ich habe einen ordentlichen Beruf, die muss ich mir nicht antun. Insofern. Ich glaube, das ist ja das eine, dass man auch Tätigkeiten nehmen, darüber kann man diskutieren, wird ja auch kontrovers diskutiert. Ich glaube, das andere ist dann aber auch die Frage, wie transparent ist das? Und ich glaube, Deutschland, ich weiß nicht, Sie haben erzählt, Sie waren eben bei Transparency International, die werden wahrscheinlich auch gesagt haben, dass Deutschland da noch ein bisschen mehr tun kann, damit einfach das transparenter wird, oder? Also ich glaube, die Transparenz ist im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Wir haben es ja nochmal jetzt verschärft. Ich habe mich übrigens gar nicht eben zu der Frage neben dem Mandat geäußert, sondern ich habe eigentlich eher gesagt, man muss gucken, dass Menschen, die vor der Politik einen ordentlichen Beruf haben, die dann mal ein paar Jahre Politik haben, auch danach wieder eine Chance haben, in den Beruf zurückzukehren. Und wir brauchen mehr von diesen Menschen. Wir haben viel zu viele heute, die danach eben gucken müssen, dass sie irgendwo Lobbyist werden, weil sie flapsig gesagt nichts anderes gelernt haben. Und das ist keine gute Entwicklung. Und natürlich ist Politik ein Fulltime-Job, wenn man ihn in der Regierung betreibt. Und da kann man auch nichts Relevantes nebenbei tun. Gut. Wir sind mit der Zeit schon ziemlich durch, beziehungsweise schon drüber, aber ich sag mal so, es wäre geradezu fahrlässig, wenn ich hier einen Sportexperten sitzen habe und nicht fragen würde, morgen spielt die Männernationalmannschaft gegen Frankreich, Viertelfinale, Ihr Tipp? Schaffen wir es, kommen wir weiter? Naja, wir sind in öffentlicher Sitzung, hätte ich fast gesagt, da sind wir mal optimistisch. Also ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft sich steigern kann und dass sie dann morgen mit guten Feldspielern und nicht nur mit einem guten Torwart ein tolles Fußballspiel abliefert und wir dann wirklich das Halbfinale gegen Brasilien haben. Das wäre sicherlich ein Highlight für alle Sportfans und wenn ich bei Felix hinten die Fahnen sehe, bin ich sicher, morgen werden auch wieder viele in Berlin auf der Fanmeile sein und denen wünsche ich viel Freude und ein Sieg macht natürlich mehr Freude. Also wir gewinnen morgen 2-1 gegen Frankreich. Felix, würdest du dem zustimmen oder möchtest du einen eigenen Tipp abgeben? Ich stimme dem auch zu, glaube aber, dass es deutlicher wird. Ich stimme aber nicht zu, dass Brasilien unser Halbfinalgegner sein wird. Also ich sehe Kolumbien momentan deutlich stärker, aber da können wir nochmal drüber sprechen. Ne? Ich glaube, dazu sollten wir nochmal ein extra Hangout dann irgendwie machen. Jetzt habe ich schon ein paar Hangouts mit Frau Ziesinger gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob sie sich für Männerfußball interessiert. Ja, notgedrungen. Ich habe zwei Söhne. Okay. Ich entkomme dem nicht. Das heißt, die müssen dann auch positiv und die müssen vorbildmäßig natürlich dann auch mitfiebern. Auf jeden Fall. Okay, Ihr Tipp? Ich sage jetzt auch einfach mal 3-1 für Deutschland. 3-1, das können wir ja dann beim nächsten Hangout dann diskutieren, ob das so passiert ist oder nicht. Das machen wir. Ich bedanke mich recht herzlich, Frau Ziesinger, vielen Dank, dass Sie wieder mitgemacht haben. Felix, auch super, dass du Lust hattest, mit Herrn Steffel zu diskutieren. Und natürlich ja, sehr besonders gern. Herrn Steffel, freut mich, dass Sie vorbeigekommen sind. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Super, vielleicht schaffen wir es ja in dieser Legislaturperiode nochmal. Sie sind immer herzlich. Also an mir wird es nicht scheitern, ich komme gerne wieder. Herzlich eingeladen.
Gut, ich bedanke mich auch alle bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.